Hallo und herzlich willkommen zurück zu Penumbra Necrolog. Mit ganzen 20 FPS und ja, ich weiß, wie es weitergeht und ja. Ich habe mir aber überlegt, jetzt wo ich mein neues Aufnahmeprogramm habe, wäre es doch eigentlich viel cooler mit einer Facecam. Und diese Facecam werde ich, glaube ich, jetzt mal anschalten. Also. Dann nochmal hallo und herzlich willkommen. Ja, so sehe ich aus. Ich hoffe, dass alles so funktioniert, auch von der Größe her, dass es okay ist. Und die Facecam nicht zu groß ist. Also das wäre natürlich nicht so gut. Aber ich glaube, also ich fand es ganz okay. Und ja, hier war ja. Wieso komme ich jetzt hier nicht raus? Ah, geht doch. So, hier kommt ja jetzt der Typ, ne? So. Ehrlich gesagt, bin ich nicht sondern überrascht. Sowas passiert auch nur dir. Ja, nur mir. Bewegen Sie deine Beine! Ja, Leute, und so einfach war das. Tja. So einfach war das eigentlich. So, alles klar. Mir ist halt aufgefallen, dass wir da diese Hand haben. Oh, ist verschlossen, super. Na, super. Ebenfalls verschlossen. Ich hoffe halt einfach, dass der Typ weg ist. So, da war mal noch ein bisschen was drin. Es ist verschlossen. Hallo. Naja. So, was haben wir hier? Im Bildschirm steht Subjektstatus kritisch schlecht. Setzen Sie sich bitte mit medizinischem Personal in Verbindung. Ja, das ist ja immer beruhigend, wenn so Diagnosen sowas ergeben, ne? Also, ich will immer dahin gucken, weil da mein Facecam-Bild ist vom HUD. Aber da seid ihr ja. Ne? Also. Muss ich mir noch angewöhnen. So. Erscheint, dass nur einer von Ihnen doch noch mutiert ist. Ich hoffe, dass der Rest von Ihnen nicht dasselbe Schicksal hat. Ach, nur einer ist ja nicht so schlimm. Einer ist ja nicht so schlimm. So, ich habe ein bisschen Angst, diesen Hebel zu drücken tun. Deswegen. Es ist witzig. Das HUD ist nicht ganz kompatibel mit. Und immer, wenn ich jetzt hier eine Tür zum Beispiel in der Hand habe, dann verschwindet das HUD kurz. Naja, ist noch ein bisschen buggy, das Programm. Das gibt es auch erst seit 2009, also quasi gar nicht, ne? Wenn man überlegt, dass Fraps halt seit 2007 nicht mehr entwickelt wurde. Ja. Also, wenn ich jetzt hier zum Beispiel sowas in die Hand nehme, dann ist bei mir da oben so ein weißer Balken dann. Ich hoffe einfach, dass das nicht, dass es nur ein HUD-Anzeigefehler ist und dass es keine Auswirkungen auf die Aufnahmen hat. Dürfte aber eigentlich nicht. Oder bei LS15 wird mir zum Beispiel überhaupt gar kein HUD angezeigt. Das werde ich wahrscheinlich doch nur mit Fraps aufnehmen. Und ja, ich hoffe einfach, dass von den Sounds her alles gut ist. Und hoffe auch, dass die Videofilter. Ja, dass das Spiel jetzt nicht zu dunkel oder zu hell ist. Weil das ist nämlich jetzt auch anders. Weil ich muss eigentlich, wenn ich mit diesem Programm aufnehme. Ich nehme jetzt halt direkt MP4 auf. Wenn ich dieses Programm. Ja. Weil ich kann zwar auch in AVI aufnehmen. Und das werde ich auch tun, wenn es möglich ist. Und ich sage euch jetzt auch, warum es nicht möglich ist. Weil. Nämlich, ja. Das ein bestimmter Codec ist. Mit dem das AVI aufgenommen wird. Und ja. Deshalb kann das nicht ja, von meinem Renderprogramm erkannt werden, aber MP4 wiederum geht. Deswegen nehme ich in MP4 jetzt auf, aber wenn ich das in MP4 aufnehme, dann ist das Video heller. Und das heißt, ich habe noch keine Filter dafür. Und ich weiß halt noch nicht, ob man jetzt bei dieser Helligkeit überhaupt noch ein ein Filter drüber packen muss. Das bin ich halt noch ein bisschen am Ausprobieren und ja, ich hoffe halt einfach, dass es hell genug ist. Und ja. So, Anleitung. Olivete M290.
Gerät ist ein von der Gesellschaft von Tech Systems gemachter Spezialcomputer. Es wurde für pädagogische und Forschungstätigkeiten entworfen. Olivetti M290 wird mit seinem eigenen Betriebssystem, OS, ausgestattet. Datenholzfäller, Werkzeuge für komplizierte mathematische Berechnungen sowie einem Laufwerk. Wie es funktioniert und zwischen den Elementen umzuschalten, verwenden Sie die Tasten W und S. Um etwas auszuwählen, klicken Sie auf den linken Mausknopf. Das klingt irgendwie so ein bisschen wie, ja, wie eine Anleitung zu irgendwas. Klicken Sie auf den linken Mausknopf, wenn er hervorgehoben wird. Wenn ein Zeichen erscheint, klicken Sie den linken Mausknopf, um zu bestätigen. Um das Fenster zu schließen oder Ihren Computer abzudrehen, drücken Sie Leertaste. Viel Spaß. Tech Systems 1988. Gut, das ist super. Achso. Ah. So funktioniert das also. Your impact of the cold.txt. So. Theorie. One of our employees, Edward Finzi, theorized that freezing an infected patient in the cryo chamber for a curtain period can stop the development of the Turnguide virus. Then the patient can be returned to life, defrosted and injected with curtain reagents. History of experiment. Despite the fantastic nature of this assumption, there was nothing left but to test this theory in practice. A small freezer compartment redevelopment was made, some equipment and cryo chambers were modernized. Initially, the experiments were carried out on animals, but they did not give any results. Procedures of defrosting and reagent injection gave a positive result with only one animal, but it died soon after. The experiment required the transition to the next stage. Some of the body parts were amputated, and at the last stage translated back to the patient. The result was positive. Soon the virus spread to the participants of the experiment as well as to those who had no relation to it. Without any preliminary discussion, the infected were placed into the cryo chambers. We still don't understand how the virus chose its victims, because most of the staff is still okay. We are currently developing a kind of vaccine for the virus, but in this situation, when we don't have any time to lose, we need to resort to all possible means of fighting against the disease. Report. Number of animals. 17 animals. Survived 1. Died shortly after. The experimental results negative. Number of subjects. People 4. Experimental results to be expected. Floppy disk drive. Alles klar. Was kann man damit machen? Ich komme mit der Steuerung nicht klar. Ja. Floppy disk in the drive not found. Cryo chambers control. Access to the cells is on. Okay. Sehr gut. So. Warte mal da. Ah. Es sieht wie ein Bild des Moments aus, als die Experimente zuerst auf Mensch durchgeführt wurden. Es gibt eine kleine Überschrift am Boden. Louis Morris und Winston Greer. Okay. Da haben wir nichts drin. Komm, Stuhl, geh mal. Stuhl, geh mal beiseite. So, so. Batterien. Oh, ab, komm. Na, sehr schön. So. Oh man, man merkt halt schon echt, dass dieses Spiel OpenGL ist. Bei der Performance. Das kann ich übrigens jetzt auch sehen mit meinem super Aufnahmeprogramm.
was für eine DirectX-Version es ist, ob das Aero, also der Desktop ist, oder ob das sonst was ist. Kann ich alles sehen. Ich hab den Durchblick jetzt. Und ich kann auch sehen, wie lang die Aufnahme ist. Schon 10 Minuten. Ja, da kann ich jetzt zum Beispiel dann einfach... Oh. Hehe. Oh, was ist denn mit der Maus hier los? Oh oh. Hier spricht Alfred Richardson. Das ist der 5. Zugang. Ich registriere direkt vom Laboratorium, wo eine Formel von spezieller Säure geschaffen wurde. Es soll imstande sein, die Schale des Artefaktes zu zerstören. Ich habe entschieden, dass es nur schön sein würde, wenn ich der Erste wäre, der das Geheimnis des Artefaktes lüften würde. Meine Wissbegierde hat keine Grenzen. Ich habe alles notwendig vorbereitet. So, lasst uns anfangen. Okay. Vorsichtig. Ich kann bereits etwas sehen. So. Oh Gott. Nein. 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 Da hat's wohl ein bisschen mutiert. Das ist natürlich nicht so gut. So. Was haben wir hier? Ein Büchlein im Regal. Das ist immer super. Und ein Speicherpunkt und... Boah, Alter, ich habe zu viel zu lesen hier. Ich kriege ja die Kotze hier. Ja. Speichern wir erstmal. Ich sehe einen Mann. Er ist müde. Aber noch versuchend, dem Albtraum zu entkommen. Wir sind nicht vertraut. Aber ich kenne ihn. Aha. Super. Okay, es ist nicht meine Art, etwas zu notieren, aber ich muss endlich sprechen. Meine Partner ist nicht gerade eine Person, auf die man zählen kann. Bisher hatten wir bei unseren Experimenten nur Erfolg mit Tieren, aber mit Menschen blieben wir erfolglos. Ich persönlich mache mir keine Hoffnung mehr, ey. Und nach allem erwähnte die Organisation nichts über den Virus. Ich wurde hereingelegt, ey. Alter, eigentlich möchte ich hier nicht mehr sein. Mein Partner verhält sich Tag für Tag merkwürdiger. Sieht so aus, als ob er auch infiziert ist. Ich versuche so weit weg zu bleiben, wie es nur geht. Aber wenn das so weitergeht, werde ich ihn einfrieren, so wie die anderen. Und mir ist die Meinung meiner Kollegin ziemlich egal. Ich hoffe, alles geht gut. Von nun an ist mir mein eigenes Leben am wichtigsten. Hui, so, Egoist. So... Na gut, was willst du machen, weißt du, wenn der Typ infiziert ist, dann machst du einfach nichts. Was haben wir hier? Es beschreibt die Ergebnisse von Experimenten, die bekannt gegeben wurden. Sie alle sind irgendwie mit dem Einfrieren verbunden. Aha. Very good. Very, very good. So. Das sieht hier alles so vertrauenswürdig aus. Darauf schiebe ich erstmal eine Batterie in meine Taschenlampe. So, hier an dem Computer, da waren wir. Da haben wir geguckt. Ja, und dann da hinten haben wir noch einen Hebel. Ah, das haben wir gerade aufgemacht, ne? Minus 10,6 Grad. Hier ist aber nichts Besonderes drin, oder? Auch ein Schalter. Ich habe irgendwie Schiss, diese Schalter zu betätigen. Naja gut, wir gucken erstmal weiter.